Entartete Musik ist eine Serie von Liedern, die von folgenden Elementen bestimmt wird. Wichtige Werke, die durch die politischen Turbulenzen des 20. Jahrhunderts verloren gingen und vom Dritten Reich verbannt wurden. Eine musikalische Evolution, die zerstört wurde, bevor sie ausgereift war, dennoch aber zu den wertvollsten des 20. Jahrhunderts gehört. Die Musik des Exils und der Gipfel der deutschen musikalischen Expressionisten, verbannt wegen jüdischer Urheberschaft. Bevor ich Sie über den großen Teich in die neue Welt und ins glamouröse Paris der Nachkriegszeit entführe, lässt der erste Teil meiner Soiree einige dieser Lieder, die im authentischen Kabarett, in Revue und Varieté des Weimarer Berlins aufgeführt wurden, neu arrangiert wieder aufleben. So werden die außergewöhnliche Gedankenfreiheit, die sexuelle Befreiung sowie der Witz und die Ironie der Menschen in jener bizarren Epoche spürbar. Noch einmal wird der Vorhang, der einst von den Nazis geschlossen wurde, geöffnet. Jawohl, meine Herren. Und heute sehen Sie mich Gläser abwaschen. Und ich mache das Bett für jeden. Auch für dich, mein Schatz, wenn du dein Bier ausgetrunken hast. Hm? Eines schönen Tages, da lebte ein Mädchen in dieser Spelunke. Man kann sagen, sie hat hier gearbeitet. Und sie hatte einen Plan. Und ihr Name war die Seeräuber Jenny. Meine Herren, heute sehen Sie mich die Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel. Doch sie wissen nicht, mit wem sie reden. Nein. Sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragte, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich stehen sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Wissen immer noch nicht, mit wem sie reden.
Aber eines Nachts wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man fragt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Jawohl, meine Herren. Ist die Geschichte auch schon fast zu Ende. Aber diesmal gibt's kein Happy End. Sie werden kommen, 100 Gen, Mittag an Land und werden in den Schatten treten. Und sie fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und sie legen ihn in Ketten und sie bringen ihn zu mir. Fragen mich, welchen sollen wir töten? Fragen mich, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer nun sterben muss. Und dann werden sie mich sagen, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, dann sage ich ganz einfach: Hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit ja, herzlichen Dank und vor allem herzlich willkommen hier im Pantheon Theater in Bonn mit der Seeräuber Jenny, geschrieben für die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill im Jahre 1926. Als Bertolt Brecht dieses Stück schrieb, da wollte er es so einfach und unglamourös wie möglich gestalten, dass sich ein jeder Bettler der Stadt den Eintritt leisten konnte. Dies hatte zur Folge, dass das Stück innerhalb eines Jahres so erfolgreich war, dass an jeder die Melodien in den Straßen pfiff. Außerdem wurde das Stück mehr als 4000 Mal in über 50 Theatern europaweit aufgeführt. Des Weiteren gab es 3-Groschen-Opern, 3-Groschen-Theater, 3-Groschen-Bars, 3-Groschen-Tapete, 3-Groschen-Herrenstrümpfe und sogar 3-Groschen-Unterwäsche. Ein viel zu großer Erfolg für Bertolt Brecht, den überzeugten Marxisten, der diesen Marketingaspekt überhaupt nicht dulden konnte. Aber wir bleiben nun im Berlin der 20er Jahre und damit auch der wirklich faszinierenden Zeit, die man das goldene Zeitalter nannte. Der Erste Weltkrieg war verloren und der Kaiser im Exil und die Inflation war auf dem Höhepunkt angekommen. Das damals Deutsche Reich fing also an, mit der Demokratie zu experimentieren. Ein recht kläglicher Versuch und zögerlicher Prozess, punktiert von gescheiterten Aufständen der linken Partei im Jahre 1919 und gescheiterten Putschen der Rechten in den Jahren 20 und 23.
Während der kurzlebigen Weimarer Republik nährte das Deutsche Reich eine Anzahl von unverwechselbarer moderner Kunst, von der das Kabarett wahrhaftig die lebhafteste war. Und während Sex die Hauptthematik jener Lieder widerspiegelte, spielte die Politik eine wichtige, wenn auch kleinere Rolle. Und manchmal wurden diese Thematiken miteinander verbunden. Ach, was waren wir Deutschen doch so gierig nach dem Blut. Hey, jedem grauste grässlich vor dem wilden Mannesmut. Donnerhall und Wogenprall, so gingen wir auf den Strich. Tja, wir sind das Hunnenvölkchen, anders tun was nicht. Gott, zur Zeit der Kieler Wochen waren wir doch so friedlich. Und die größte Keilerei, die war direkt gemütlich. Dann gab's plötzlich einen Krach und der Fuhrer wurde wach. Heute aber sind wir wieder schwach. Juhu! Wir wollen alle wieder Kinder sein. So lieb und harmlos wie vom großen Krieg. Wir wollen nicht mehr die alten Sünder sein. Wir wollen würdig sein der Republik. Ein kleines Herzchen wie der Himmelblau, ein Leben wie im Paradiese. Wir wollen alle wieder Kinder sein und wollen uns tummeln, 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 tummeln auf der grünen Wiese. Na, wen haben wir denn hier so? Lass mal gucken, ich sehe das so schlecht von hier oben. Aha! Wie ist es denn so? Alles klar? Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp, ich bin halb vertiert. Ich saug die Männer an und aus, ich mache Frikassee daraus. Ich bin ein Vamp, aus Fleisch und mit Bein. Ich wär so gern sanft wie ihr, aber nein, ich bin ja verpflichtet, gemein zu sein. Und drum bin ich halt eben ein Tier. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp, ich bin halb vertiert. Ich mag übrigens auch Frauen. Ich beiß die Männer und sack them dry. Und dann, was mach ich dann? Dann back ich dir einen Kuchen draus. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp, that's all I can do. I'm not mild-mannered like you, but oh no, no, my passion takes over and off I go. I should really be kept in a zoo. Ah! Mein Tag ist grau, dein Tag ist grau, lass uns zusammen gehen. Wir wollen beide an den Händen uns fassen und uns zurecht verstehen. Lang ist der Weg, bang ist der Weg, sicher wird man belohnt. Wir wollen recht fest an etwas Schönes denken und an ein Schloss im Mond. Eine kleine Sehnsucht braucht jeder zum Glücklichsein. Eine kleine Sehnsucht, ein Stückchen Sonnenschein. Eine Sehnsucht für den grauen Tag. Eine Sehnsucht, ganz egal wonach. Eine kleine Sehnsucht, ein glückliches Traumgebild, eine Sehnsucht, die sich niemals erfüllt. Oh nein. Tja, meine Damen, ich muss Sie fragen, können Sie sich überhaupt vorstellen, wie es zu der Zeit war, eine Frau zu sein? Ich meine, es ist ja allgemein bekannt, was die Rolle der Frau so war. Wir durften nicht arbeiten, studieren schon mal gar nicht, denn Frau musste immer schön dumm gehalten werden. Und warum? Damit wir die Männer im Bett erfreuen, Kinder bekommen, kochen, waschen, putzen, bügeln und so weiter und so fort.
Aber während der Weimarer Republik entstand ein neuer Frauentyp, der mehr als nur ein Ausdruck einer modischen Laune war. Nach dem Ersten Weltkrieg, da musste die Frau gezwungenermaßen die Rolle des Mannes übernehmen. Und warum? Es gab kaum noch Männer. Nahezu eine gesamte Generation deutscher Männer blieb in den Schützengräben zurück. Also wurde die Frau zum Mann, musste nun seine Arbeiten erledigen und sich aber gleichzeitig um Kinder und Haushalt kümmern. Dies hatte dann zur Folge, dass nach der Novemberrevolution im Jahr 1918 dann auch endlich das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Im Jahre 1920 durfte die Frau dann auch endlich studieren oder sie wurde sogar als Abgeordnete im Reichstag zugelassen. Im Jahre 23 bürgerte sich nach amerikanischem Vorbild der Muttertag ein und im Jahre 27 wurde das Mutterschutzgesetz erlassen. Tja, und all das veränderte natürlich auch das Erscheinungsbild der Frau. Vom Heimchen am Herd mit goldenen Löckchen und Schürze wurde nun eine selbstbewusste, emanzipierte Frau, die die Haare kurz, Zylinder oder sogar Hosenanzüge trug. Die beste Freundin wurde tatsächlich zur besten Freundin. Oder die Frau sah nicht mehr ein, nur noch für einen Mann da zu sein. Ob in glamourösen Kostümen während einer Kabarettveranstaltung oder spärlich bekleidet als Vamp im Freudenhaus. Es machte unseren lieben, schwachen Männern ja doch die Nase lang. Und daran hat sich auch bis heute nicht viel geändert. Es geht durch die ganze Historie ein Ruf nach Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie, überall will das Weib auf den Thron. Vom Weiniger bis zu Berliner Rang, brauchst du einen Ruf in Donald her. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag. Raus mit den Männern aus dem Herrenhause, machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein. Und raus mit den Männern aus dem Dortsein, die müssten schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Die Männer von Treue, lächle ich nur vor mich hin. Liebe ist ewig das Neue, Treue macht gar keinen Sinn. Heute schon ist mir entschwunden, was ich noch gestern besaß. Liebe macht selige Stunden, Treue macht gar keinen Spaß. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich bin noch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad die Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich ich gehöre nur mir ganz allein. Eine zärtliche Hände, ein anderer packt kräftiger zu. Wenn ich den richtigen fände, schenkt er mir auch keine Sieh
Antonella, zieh dich aus. Denn du darfst nicht annuyant sein, denn nur so wirst du bekannt sein. Und es jubelt voller Lust das ganze Haus. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Tamerlan, ja Tamerlan, wär gut. Es wäre ja geniert sich das gelacht. Ich glaube, es passiert noch was heute Nacht. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Denn du darfst nicht annuyant sein, denn nur so wirst du bekannt sein. Und es jubelt voller Lust das ganze Haus. Zieh dich aus, Petronella, geh doch raus, Petronella, zeig dich nackt, Petronella. Und raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und raus mit den Männern aus dem Landtag. Und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draußen Frauen aus. Raus mit den Männern aus dem Dasein. Und raus mit den Männern aus dem Hiersein. Und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssten schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau. Und rein in die Dinger mit der Frau. Ja! Tja, das deutsche Kabarett beschrieb die sogenannte göttliche Dekadenz, in der die schwule und lesbische Identität neu bewertet wurde. Will man nur, ist das Kultur, dass dieser Mensch verpönt ist, der klug und gut, jedoch mit Blut von eigener Art durchströmt ist, dass gerade die Kategorie vor dem Gesetz verbannt ist, die im Gefühl bei Lust und Spiel und in der Art verwandt ist. Und dennoch sind die meisten stolz, dass sie von anderem Holz. Wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliebt. Neugierig erst durch tausend Wunder wandern und für dies doch nur das Banale gibt. Wir aber wissen nicht, wie das Gefühl ist, denn wir sind alle anderer Welt ein Kind. Wir lieben nur die lila Nacht, die schwül ist, weil wir ja anders als die anderen sind. So, und nun erzähle ich Ihnen eine sehr maskulin-feminine Geschichte. War ein Maskulinum und ein Femininum, hatten beide sich so gern. Sprach das Maskulinum zu dem Femininum, ich vertraue dir etwas ganz intern. Du bist Femininum, doch sehr Maskulinum, ich bin Maskulinum, doch sehr Femininum. So ein Maskulinum und ein Femininum, die sind heutzutage streng modern. Darum, liebes Femininum, sei mein Maskulinum, nicht ein Femininum. Und Gott, was uns beiden fehlte, was uns beide quälte, war vorbei. Das Femininum ging als Maskulinum, trug den Frack und einen Stock.
Und das Maskulinum ging ans Femininum, trug die Haare lang und einen Rock. Und das Femininum kämpft fürs Maskulinum und das Maskulinum kocht fürs Femininum. Und das Maskulinum und das Femininum schossen beide einen Bock. Ja, ja, denn das Maskulinum lag fürs Femininum, doch das Maskulinum und schwupps, was beiden fehlte, was sie beide quälte, war vorbei. Denn ein Femininum bleibt ein Femininum, wo es weiter keiner sieht. Und das Maskulinum bleibt ein Maskulinum mit den Männern stets in Reih und Glied. Und das maskuline, starke Femininum schenkt dem femininen, schwachen Maskulinum etwas schwaches, starkes Maskulinum einen kleinen Hermaphrodit. Ja, ja, ein neutrales Neutrum, ein totales Neutrum, ein fatales Neutrum. Und Gott, dieses Maskulinum sagt dem Femininum: Wir lieben nur die lila Nacht, die schwül ist, weil wir anders als die anderen sind. Ja! Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wir gehen nun zurück zu Bertolt Brecht, dem Dramatiker und Lyriker, der als Begründer des epischen Theaters galt. Im Jahre 1926 fing er ja an, seine Werke musikalisch zu untermalen, indem er sehr eng mit dem Musiker Kurt Weill zusammenarbeitete. Ihre Werke richteten sich bewusst gegen die Romantik, sie waren sogar dissonant, thematisch wie auch musikalisch gesehen. Unter dem Eindruck des blühenden Kabaretts und der neuen politischen Unterhaltungskunst jener Zeit entstanden immer mehr gemeinsame sozialkritische Werke, die als entartete Musik galten und den Ideologien des aufstrebenden Nationalsozialismus widersprachen. Denn dieser sah sich im Deutschen Reich nicht nur als eine politische, sondern auch als eine kulturelle Bewegung, die mit dem Pluralismus der Weimarer Republik brach. Künstler der Moderne, vor allem nicht arische, jüdische Künstler, wurden politisch verfolgt und hingerichtet. Aufgrund dessen befand sich dann Kurt Weill auch einige Zeit in Paris im Exil, wo er doch relativ erfolgreich noch gearbeitet hat. Zum Beispiel hat er Filmmusik für den Film Marie Galante geschrieben, bevor es ihm dann schließlich aber gelang, im Jahre 35 über London nach New York zu fliehen.
Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel. Aber manches habe ich selbst verargt. Schließlich bin ich auch nur ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber. Auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Die Tränen von gestern Abend. Wo ist der Schnee von vergangenem Jahr? Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Spülmeier bleibt verschwunden. Mancher reiche Mann und sein Geld hat Mackie Messer, mit dem man nichts beweisen kann. C'est le grand lustre qui passe, c'est le grand lustre qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Das sind die abrupten, entarteten Enden, die ich mir immer so ausdenke in meinen Medleys. Naja, so ist das. Aber wir bleiben nun in den 40er Jahren, um genauer zu sagen, wir schauen das Jahr 1940. Oder nee, stimmt noch gar nicht. Wir haben ja noch ein kleines, schönes Kurt-Weill-Stück, welches gar nicht so bekannt ist, stimmt. Auch aus dem Film Marie Galante, was er geschrieben hat. So wie Le Grand Lustre Cru, das erste Stück aus der Medley, ist auch jetzt das nächste Stück aus dem Film, aus dem französischen Film Marie Galante, aus dem Jahre 1934. Kurt Weill hat es geschrieben und der Franzose Roger Fernahi hat es betextet. Und Yucali beschreibt das Traumgebild der Hoffnung auf das Glücklichsein. Yucali, eine Welt, die nicht existiert, sondern immer eine Sehnsucht bleibt. Presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en se faire le tour. Yucali, c'est le pays de nos désirs. Yucali,
bonheur, c'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Youkali. Youkali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tout pour demain. Merci beaucoup. Wir schreiben nun immer das Jahr 1940. Und in dem Jahr wurden immer mehr Juden in das Warschauer Ghetto gebracht. Dessen Kapazität lag bei 350.000 Menschen, dennoch wurden weit mehr als 500.000 in das Ghetto gepfercht. Eine strikte Nahrungsrationierung brachte Hunger und Seuchen und die Ghettobewohner wurden zu Arbeiten in den sogenannten Fabriken gezwungen. Doch trotz der menschenfeindlichen Übergriffe entstand eine Form des Kulturlebens im Ghetto, das sich hauptsächlich natürlich im Untergrund abspielte. Angefangen von Kinder- und Armenpflege bis hin zu Theaterveranstaltungen, Konzerte auf Dachböden und in Hinterhöfen, die jederzeit von der SS entdeckt werden konnten und mit dem Tode bestraft wurden. Ich steh unter a Boxerbäum, a Boxerbäum. Zu ihm der Klieben hab sich kolm, ich hab sich kolm. Ich süß unter a Feigenbäum, a Feigenbäum. Green, warum ist grün, es ist grün und grün. Ich lieg unter einem Mandelbäum, Mandelbäum. Ist gewein bei mir in Träum, bei mir in Träum. Ich lieg unter einem Mandelbäum, Mandelbäum. Ist gewein bei mir in Träum, bei mir in Träum. Am Boxerbäum. Feigenbäum, Mandelbäum in Eugaltrer Altai sich kräum. Boxerbäum, Feigenbäum, Mandelbäum in Eugaltrer Altai sich kräum. Thank you.
Geschichte unterer Boxerbäume, Boxerbäume. Ihr sitzt unterer Feigenbäume, Feigenbäume. Ihr liegt unterer Mandelbäume, Mandelbäume. Ein riesiger Bein, bei mir in Träumen, bei mir in Träumen. Am Boxerbäume. Ein Feigenbäum, ein Mandelbäum in einer Trerelta ist ich kein. Ein Boxerbäum, ein Feigenbäum, ein Mandelbäum in einer Trerelta ist ich kein. La 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 la, la 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 la. Abend, dunkelgold, ihr sitzt beim Gläserwein. Was ist geworden von meinem Tag? Schatten oder Schein? Sahaja Regge, dunkelgold in mein Liederein. Sahaja Regge, dunkelgold in mein Liederein. Sahaja Regge, dunkelgold in mein Liederein. In mein Liederein. Stiller Abend, dunkelgold. Ein alter grauer Jinn, Narben frommer Weg dem Sturm von dem Jahr-Jahr-I. Sahaja murmelt von dem Niederrhein zu mir in Lied. Sahaja murmelt von dem Niederrhein zu mir in Lied. Sahaja murmelt von dem Niederrhein zu mir in Lied. Rein zu mir in Kumetiku, Lady Ketzi melden Jum, Wantike, Wantike, Wand, kriecht auf die Schottens mein Hand, Schotten, dick schon, du bist mir Ton, ihr Ton, Nachtike, Nacht, Nacht hat mir gar nicht gebracht. Stiller am Still, ruf dich verstehen ins Spiel. Rundarum, rundarum, rundarum. Umetik, umetik, um. Sahaja Regge, Dunkelgold in mein Liederein. Sahaja Regge, Dunkelgold in mein Liederein. Sahaja Regge, Dunkelgold in mein Liederein. In mein Liederein. Sahaja murmelt von dem Niederrhein zu mir in Lied. Sahaja murmelt von dem Niederrhein zu mir in Lied. Sahaja murmelt von dem Niederrhein zu mir in Lied. Rein zu mir in Lied. Hock Scheik Shalom. Ja, wir schreiben nun das Jahr 1942, irgendwann im Monat August. Europa war wieder mal vom Krieg zerstört und die Soldaten aller Herren Länder kämpften an vorderster Front und glaubten nicht mehr raus aus diesem endlosen braunen Nazi-Albtraum. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Vor der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Häuser bei der Schatten sahen wie ein Haus, das wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollten sehen, wie wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Orders came for sailing somewhere over there. All confined to barracks was more than I could bear. I knew you were walking in the street. I saw your feet, but could not meet my own Lili Marleen, my own Lili Marleen. Cette notre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras. Dis-moi, Lili Marleen, dis-moi, Lili Marleen. Fish gotta swim and the birds gotta fly. I gotta love one a man till I die. Can him loving that a man of mine. Tell me he's a lazy, tell me he's a slow, tell me I'm crazy. Maybe I know, can him loving that a man of mine. When he goes away, that's a rainy day. And when he comes back, that a day is the sun will shine. He can come home as late as can be. Home without him ain't no home to me. Can't help loving that a man of mine. Summertime and the living is season. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, won't you cry? Up till that morning, there's nothing can harm you. Then you spread your wings and you take to the sky. Until that morning, with daddy and mama standing by. Is you and my baby? The way you've been acting lately makes me doubt. You are still my baby. Seems my flame in your heart's gone out. A woman is a
a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Or is you, I'm a baby. Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true? Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles smelt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the You should care for me. It's awful nice. It's paradise. That's what I long to see. You make my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. It's wonderful. It's marvelous that you should me. Und jetzt schneller, here we go. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more. Oh, my trouble, I don't mind him, you won't find him around my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank und willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Soiree. Ja, auch der Jazz, der aus Amerika kam, der war unter den Nationalsozialisten verboten, denn er galt auch da als entartet. Aber von Amerika und von Berlin blicken wir nun ins Frankreich der 50er Jahre. Und dort regierte der sehr konservativ eingestellte Präsident Charles de Gaulle das Land. Und der belgische Chansonnier Jacques Brel, von dem man sagt, dass er keine Chansons sang, sondern sie mit großen Gesten auf der Bühne lebte, der rebellierte in vieler seiner Stücke gegen das Regime von Charles de Gaulle. So auch in seinem weltberühmten Stück Le Port d'Amsterdam, indem er die Abgründe der menschlichen Seele beschreibt. Eine Geschichte über den Hafen von Amsterdam mit all seinem Leid und Dreck.
Eine Geschichte von Matrosen und ihrem schäbigen Leben, von Hurerei, Sauferei und Bolzerei. Eine Geschichte von Menschen ohne Skrupel und Benehmen. Und Sie werden merken, Brels Text wird im Verlauf immer wilder und immer aggressiver. Ein wenig so wie das Leben am Hafen von Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long d'hébergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames. Mais aux premières lueurs, mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer les haubans. Ils assont la morue jusque ton cœur de frite que la grosse main invite à revenir un peu plus. Se lève ton riant dans un bruit de tempête, referme la braguette et sorte ton roton. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur les panses des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rose. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors les gestes graves, alors le regard fier, ils ramènent leur bateau jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, et qui boivent, et qui reboivent encore. Ils boivent de la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, ça plante nid au ciel, se mouche dans les étoiles, ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port, dans le port d'Amsterdam. Danke sehr. Die Laia Gensch. Ja, aber Jacques Brel, der hatte auch seine sanften Seiten, die zum Beispiel in einem seiner wunderschönen Liebeschansons Ne me quitte pas zum Vorschein kamen. Ne me quitte pas handelt von einer Person, die in der Selbstaufgabe endet. Ich werde nicht mehr weinen. Ich werde nicht mehr reden. Ich werde mich dort verstecken, dich einfach nur beobachten, wie du tanzt und lächelst. Dir zuhören, wie du singst und lachst. Lass mich zum Schatten deines Schattens werden. Zum Schatten deiner Hand. Ja, sogar zum Schatten deines Hundes. Aber verlass mich nicht. Nimmer.
pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps de malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi. Je te offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi et tu seras roi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'emboiser. Je te raconterai l'histoire de cette reine morte, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent réjouir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, de terre brûlée donnant plus de blé que meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à t'écouter chanter pour rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Danke, merci beaucoup. Merci. Ja, wir bleiben in Frankreich, aber wir blicken mal ein bisschen zurück in der Zeit, und zwar genauer in das Jahr 1915. Edith Gassillon wurde als Tochter einer Alkoholikerin geboren, die natürlich Sängerin in verschiedenen Pariser Clubs und Kaffeehäusern war. Und es ist natürlich nicht verwunderlich, dass Madame Gassillon mit dem Baby Edith nicht klarkam, und sie fand es eine hervorragende Idee, alkoholische Cocktails in ihre Milch zu mischen, damit diese mit dem Schreien aufhört.
Ihr Ehemann fand dies allerdings nicht ganz so amüsant. Er fand, es war eine wesentlich bessere Idee, die kleine Edith bei ihrer Grand-Mère auf dem Land aufwachsen zu lassen, denn die hatte ja immerhin einen besseren Job. Die war nämlich immerhin Köchin in einem Bordell. Die kleine Edith wuchs also heran in einem Milieu voller Gewalt und Grausamkeiten und machte sich daher dann auf, im Alter von 14 Jahren nach Paris, um sich dort als Sängerin auf den Straßen ihr Geld zu verdienen. Nur 2 Jahre später wurde sie vom weltberühmten Cabaretbesitzer Louis Le Play entdeckt und für das Pariser Gernis engagiert, der damals berühmteste Cabaretclub überhaupt. Tja, und Le Play, der natürlich viel, viel älter war als die kleine Edith, wurde natürlich ihr Liebhaber, aber es war auch Le Play, der ihr zu Weltruhm verhalf und der ihren weltberühmten Namen gab, Edith Piaf, der kleine Spatz von Paris. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. C'est un artiste, c'est un drôle petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent les jeux nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui monte dans la peau, par le bas, par le haut, et la sonne met chanter cette musique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. Ich suche mir immer Kleider aus, mit denen man nicht laufen kann und Schuhe auch noch, Menschenskinder. Aber gut, was will man machen? Es muss ja irgendwie aussehen, nicht wahr? Wo haben wir denn hier das Opfer? Oh, ich liebe diesen Teil. Alle gucken nach unten, alle Männer vor allem. Oh Gott, hoffentlich kommt die nicht hierhin. Na, der lacht hier. Guck mal, er lacht mich an und strahlt wie Strahlemann und Söhne. Na, deswegen ist doch wunderbar. Angst? Nein, warum? Tu parles français? Nee. Tu parles français? Nee. Das ist gut. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur ici, mon cœur, et vos pieds sur une chaise si vous voulez, monsieur, ça va, hein? Er macht da so Augen. Verstehst du kein Wort? Jetzt schon. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, qu'une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand tout passait hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchez en vainqueur au bras d'une demoiselle, la 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 la. Ah. Et mon Dieu, qu'elle était belle, hein, avec les cheveux blondes, mamma mia. Nur Frauen. Moment, da ist einer. Allez, venez.
ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, qu'une ombre de la rue. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, tant ne parle de bonheur, tant je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat, des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Dankeschön. Oh, weiter so, weiter, macht mal weiter. Genau, da trinke ich nochmal was. Komm, bisschen noch hier. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren. Es ist ja so, und ich liebe diesen Satz, ich sage ihn nämlich immer, 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 immer ausnahmslos. Jeder Weg führt mal zum Ziel. Ja? Und zwar möchte ich nun natürlich auch einfach mal die Gelegenheit nutzen, Ihnen meine hervorragende, wunderbare, einzigartige Begleiterin am Flügel vorzustellen, die Laia Gensch.
Ist Frauenpower gut? Frauenpower auf der Bühne? Ja, wir haben sie mit zwei starken Sternzeichen zu tun. Wir sind beide Widder und wir sind tatsächlich im selben Jahr geboren und nur 4 Tage auseinander. Ist das nicht irre? Jetzt können Sie auch noch alle herzlichen Glückwunsch sagen, denn ich hatte am 7. und Sie am 11. Ha! Widder! Ja, die Laia ist gebürtige Berlinerin, ist aber schon vor vielen Jahren nach Köln gezogen, wo sie dann auch sehr erfolgreich an der Musikhochschule studiert hat und abgeschlossen hat. Und seitdem ist sie natürlich unfassbar viel unterwegs mit ganz verschiedenen Projekten und sie ist auch Gründerin ihres wunderbaren Trios Liaison Tonique, ein Jazz-Trio, und hat auch sehr, sehr viele Auftritte schon hier in Bonn gehabt. Und wen das interessiert, laiagensch.com, sollte da mal nachschauen. Sie hat unter anderem ihre neueste CD auf dem Markt, die heißt Talisman, die gibt es auch heute Abend hier mal auch zum Kaufen oder zumindest zum Ansehen, hat sie die auch mitgebracht. Ja, und natürlich zum Kaufen. Ja, da kommen wir natürlich gleich zu. Laia ist außerdem, wie Sie vielleicht gelesen haben, schon in der Zeitung auch die Preisträgerin des Kölner Jazzpreises. Ja, das kann man mal erwähnen. Und sie hat außerdem Fördergelder der Kulturförderung des Landes NRW bekommen und wird jetzt quasi dann ab September, August wird sie 3 Monate in Istanbul verbringen und wird dann da tatsächlich sich nur um das Komponieren kümmern. Dafür wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß. Wir arbeiten seit 2 Jahren intensiv zusammen. Ich finde das ganz, ganz toll, mit einer Pianistin zusammenzuarbeiten. Und ich bin jetzt auch etwas traurig, weil wir beide jetzt erstmal nicht mehr zusammenarbeiten werden. Das liegt einmal daran, dass ich jetzt 6 Monate in die USA verschwinde und die Laia, wie gesagt, nach Istanbul. Und dann werden wir erst im kommenden Jahr wieder tatsächlich zusammen wahrscheinlich auf der Bühne stehen. Aber auf jeden Fall hat mir die Zusammenarbeit mit dir ja richtig viel Spaß gemacht, wie du weißt. Und ja, wir haben, das ist natürlich traumhaft, wenn man dann auch so eine, ja, ich sag jetzt mal vorerst letzte Show in seiner Heimatstadt Bonn spielen kann und dann auch noch in seinem Heimattheater, dem Pantheon. Also herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie wieder mal hier hingekommen sind. Ja, danke, 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 weil ich meine, diese Show habe ich ja nur immerhin schon 4-mal hier gespielt und Sie sind immer noch hier und es sind neue Leute da. Es ist ganz toll. Also herzlichen Dank an Sie alle auch, dass Sie hier waren. Ja, an Licht und Tontechnik heute Abend sind der Max und der Olli vom Pantheon, wichtige Menschen hinter der Bühne, die ich Ihnen vorstellen muss. Also herzlichen Dank, ihr beide, ja. Und wie immer gebührt natürlich mein Dank dem gesamten Pantheon-Theater, seinem Team, Rainer Pause und Martina Steimer, dass sie mir immer wieder die Gelegenheit geben, hier quasi auf meine Heimatbühne zurückzukommen und irgendeine Show zu präsentieren. Darüber freue ich mich natürlich immer wieder sehr, weil gerne sind wir ja hier tatsächlich auch. Also herzlichen Dank. Will ich noch sagen? Ich quatsch immer so viel. Also, es gibt vorne eine Mailingliste, da können Sie sich gerne eintragen mit Namen, dann werden Sie zugespammt. Keine Sorge, Sie werden dann nur informiert über irgendwelche Auftritte, die stattfinden könnten. Und es gibt natürlich auch meine wunderbare CD mehr, Berlin Mon Amour, zu kaufen für nur 12 Euro. Ich muss das immer wieder sagen, weil die ist nämlich deswegen so gut. Wir haben die nämlich aufgenommen mit 14-köpfiger Big Band. Alle Klassiker der Weimarer Republik oder viele, auch Marlene Dietrich und Greta Garbo Songs, neu arrangiert mit einer 14-köpfigen Big Band. Sie gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und da können Sie gleich mal in meinem Plattenladen so ein bisschen herumstöbern. Ja? Also ich will das ja nicht wieder mit nach Hause nehmen, also so als kleine Info. Ne? So. Wir sagen jetzt gute Nacht oder einen schönen Abend noch mit einem wunderschönen Stück, das auf dem Gedicht des französischen Dichters und Pazifisten Jacques Prévert beruht. Jacques Prévert war auch im Ersten Weltkrieg Soldat und wurde schwer verwundet und wurde danach zum absoluten Pazifisten und hat quasi den Horror des Ersten Weltkrieges und heute, das muss man ja sagen, wir haben jetzt 2014, dieses Jahr ist ja das Jahr des Ersten Weltkrieges und 100 Jahre her an das Gedenken der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges hat er sehr, sehr viel Poesie geschrieben auf Französisch und das wurde dann übersetzt, Le sang et les plumes, blood and feathers.
Lack of memory. It is your blood that is flowing, not mine. Lack of memory, I tighten my fist. Lack of memory, that bird I've missed. You shouldn't have come to eat from a hand the grain of oblivion. The bone, jump on that carousel between heaven or hell. With the devil at my heels, I forgot how love feels. My mind turned to stone, believer or intruder, that face can't fool you. Too many words, too many speeches, all about winning or losing, the truth or using, lies. Imposing the dying. Blood and feathers is all that you shed. Blood and feathers is all that you get. To the day there is no option, you think you have a choice. Freedom is in your mind. Those feathers, fool, you will not find. Now, what is the truth behind this one and that one? Behind the story and all the way back. Behind it all is beginning again. And all that you loved and all that you shed and all that you dreamed of and all you get. Blood and feathers is all that you shed. Blood feathers is all that you get. To the day there is no option, you think you have a choice. Freedom is in your mind. Those feathers, fool, you will not find. Okay, aber dann macht ihr alle mit. Okay. Also alle mal hoch, aufstehen, bitte, nicht so träge. Ja, das jetzt sehen Sie, das ist das Ende der Show und ich mache das jetzt. Sonst mache ich es oft schon mal gerne Mitte der Show oder so. Aber jetzt ist das Ende der Show und zwar, wir gehen zurück in meine Musical-Tage, aber jetzt fragen Sie sich, was hat Musical jetzt mit der Show zu tun? Also, es geht um eine Show, die basiert auf der Drei-Groschen-Oper, ein Musical. Ja, geschrieben in den 70er Jahren von Kender und Ebb. Weiß einer, worum es geht? Das Musical, was darauf basiert. Ein ganz berühmtes. Nee. Liza Minnelli? A memory, not a sound in the moonlight. Nein. Cabaret, genau. Und zwar macht ihr jetzt alle einfach mal mit, oder?
go to sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow a horn, start celebrating right this way. Your table's waiting, no use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. Ich hatte eine Freundin, die hieß Elsie. Wir teilten eine Wohnung einst in Chelsea. Sie tat, was aus der Not der Zeit gebietet. Ihre Zimmer hat sie für Stunden nur vermietet. Da sah ich sie im Sarg, da lag sie stumm drin. Man sagt, in ihrem Tee war zu viel Rum drin. Doch hatte ich, ja, das muss ich gestehen, so eine glückliche Leiche nie gesehen. Ich denke an Elsie bis zum jüngsten Tag, denn sie sagte mir, was ich euch heute sag. What good is sitting alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. Time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Oh, da kennt aber einer das Lied nicht. Ja, und auch ich, ja, auch ich. Ich wusste damals schon in Mönchengladbach am Niederrhein, denn da komme ich her, wenn ich gehe, dann gehe ich wie Elsie. Start by admitting from cradle to tomb. Alle jetzt! Isn't that a long stray? Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Dankeschön! Du kannst. Nee. Also, hallo. Renate, jetzt kannst du auch mal kurz auf die Bühne kommen. Ich wollte jetzt gehen. Nee? Oh, was heißt Anime da? Jetzt, was wollt ihr denn hören? Einer geht nur, meinst du? Einer, zwei, nein. Pass auf, was wollt ihr denn jetzt? Also ich kann noch anbieten, wir können jetzt noch mal, ich lasse gerne so die Zuschauer mitentscheiden. Ihr dürft euch erstmal wieder hinhocken.
entspannt euch, trinkt euren letzten Rest aus den Gläsern, so wie ich jetzt gerade. Nee. Ich hätte da so im Angebot, wir können jetzt noch was Schönes Französisches machen. Oder vielleicht auch so ein bisschen mehr Marlene Dietrich. Ich bin überfordert. Was? Also wer ist denn jetzt mehr so für Französisch Brel und solche Nummern? Ich sehe das jetzt hier. Ja, super. Und wer ist für mehr so Marlene Dietrich und Co.? Ach, auch. Also ich würde jetzt... In der Reihenfolge. Okay, das können wir machen. Weißt du was? Nee, wir machen das nicht. Das machen wir nicht. Ich will jetzt gerade so eine Klischee-Nummer gar nicht bringen, weil wir haben was Neues einstudiert. Wollen wir das nicht spielen, was Neues? Also, ich habe es neu im Programm, das heißt Zwischen Feuer und Eis. Was ich das Zwischen Feuer und Eis habe ich letztes Jahr in New York das erste Mal mit der Grammy Big Band Vince Giordano and the Night Talks aufgeführt. Das war ziemlich cool. Das Lied ist nämlich aus dem Jahre 1923. Es wurde geschrieben von Friedrich Holländer. Ja. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so sehr bekannt ist. Es heißt, ja nicht umsonst der Titel, den will ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist er geschrieben worden, weil die Zeit der Weimarer Republik war ja so ein Umbruch. Und die Berliner liebten das Amerikanische. Ja, Jazz, Josephine Baker und ihren Charleston und natürlich nicht zu vergessen Hollywood und seine Dandies. Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin und natürlich nicht zu vergessen Johnny Weissmüller. Und alle Berliner Girls, die nannten ihre amerikanischen Liebhaber Johnny. In der kleinen Ponybar ist der Geiger Johnny Star. Er hatte wildes Blut in seiner blassen Haut. Oh. Wenn er auf der Geige spielt, wenn er mit dem Bogen zielt, hat er jede Nacht eine neue kleine Braut. Oh. Und sein Katzenblick verwirrt die Mädchen ganz und gar. Kleine weiße Händchen krabbeln durch sein schönes Haar. Und die Frauen rings im Chor schauen verklärt zu ihm empor. Und sie singen ihm ihr Liebeslied ins Ohr. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast für eine Nacht. Johnny, ich träum so von dir. Ach, wärst du mal bei mir nachmittags um 3:30. Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst für eine Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, ach, wenn du jeden Tag Geburtstag hättest. Alle jetzt hier. Johnny, when will your birthday be? Reserve that night for me, just me and you. Johnny, we'll disconnect the phone. To do, Johnny, I want to celebrate. Oh, I can hardly wait until
or two, or maybe Nee, ehrlich? Hat einer mal einen Schluck Wasser für mich? Kein Bier bitte, kein Wein, kein Bier, nix. Ich habe nämlich nichts mehr hier auf der Bühne, würde aber ganz gerne. Ah, das ist doch super, danke Ulrike. Wie schön, dass ich hier fast alle kenne. Ha. Das ist so richtig die Veranstaltung, ne? Ist mal wie im heimischen Wohnzimmer. Also. So, jetzt nochmal die Frage. Berlin oder Paris? Ich fühle mich überfordert. Aber jetzt machen wir natürlich noch einen Brell, muss ich machen. Ich habe ja hier meine liebe Freundin aus Frankreich hier sitzen. Und ich habe ja gesagt, heute Abend Brell seulement pour toi. Und deswegen werden wir jetzt noch ein wunderschönes Stück von Jacques Brel auch hier performen, und zwar ist das Lied der alten Liebenden, La Chanson des Vieilles Amants. Bien sûr, nos humes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois j'ai pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats de vieille tempête. Ne rien ne ressemble à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Cortège, mais plus le temps nous fait tourment. On a gardé de piège en piège.
je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il ferait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, finalement, il nous fallut glaive le talon pour être vieux sans être adulte. Oh, mon amour, mon doux, mon temps, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Dankeschön, Pantheon. Haben Sie vielen Dank. Auch bald im Pantheon, hoffe ich.